Ja, moin und guten Morgen. Personell sieht es so aus, dass Rick van Drongelen noch weiterhin ausfallen wird, aber das ist ja bekannt. Rick hat die letzten Tage jetzt schon Teile des Mannschaftstrainings absolviert, was sehr positiv war, hat ihm sehr viel Spaß gemacht und zudem heute auch kein so schlechter Tag für ihn, hat Geburtstag, also auf diesem Wege Rick auch alles Gute. Wir sehen uns ja gleich im Training noch. Tom Mikkel wird weiterhin ausfallen, hatte ich auch gesagt, das wird nichts vor Jahreswechsel und zudem werden wir auf Stefan Ambrosius verzichten. Bei Stefan ist es so, dass er einen bakteriellen Infekt hat und seine Werte das Risiko doch deutlich erhöhen würden, dass es nicht gut sein kann, am Wochenende auch zu spielen, und dann werden wir ihn nicht mit nach Karlsruhe nehmen und hoffen, dass er sich dann über die Tage erholt und dann im neuen Jahr wieder voll angreifen kann, beziehungsweise nach der Pause. Dann noch ein paar Worte zum KSC. Ja, wir freuen uns natürlich auf die Partie gegen Karlsruhe. Ich freue mich viel mehr. Im letzten Jahr hatte ich schon den Karlsruhern so ein bisschen die Daumen gedrückt, dass sie die Liga erhalten. War, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Rückrunde. Sie sind gemeinsam zu meiner Zeit in Osnabrück mit uns aufgestiegen und Christian Eichner hat übernommen. Und ich finde, dass Christian da einen richtig guten Job macht. Und man sieht so ein bisschen dann auch, dass da so ein bisschen was zusammengewachsen ist. Sie hatten trotz des holprigen Starts, glaube ich, dann so ein bisschen die Kurve bekommen. 4 Siege am Stück, Auswärtssiege dabei. Das zeigt natürlich, dass die Mannschaft auch irgendwo dann in diesem Jahr sicherlich andere Ansprüche hat und vielleicht auch mit diesem Abstieg oder mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben möchte. Sehen aber auch, wenn man so viele Siege hat, dann stehen da natürlich auch ein paar Niederlagen, also wenig Unentschieden, dass sie schon sehr viel investieren müssen, um halt auch immer das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Was sie so ein bisschen auszeichnet, ist sicherlich die Größe, die Gefahr bei Standards, die sie haben. Einen Stürmer, den wir ja auch kennen und über den sich viele Menschen oder viele Vereine auch Gedanken machen, der weiß, wie gefährlich er sein kann in der Box. Im Zentrum mit Gondorf, Vanicek, sicherlich richtig gute Fußballer. Also ist etwas, ich glaube, Karlsruhe sucht so ein bisschen auch den Weg, obwohl sie auf einem guten Weg sind. Und sicherlich auch dann für sie eine richtungsweisende Partie gegen uns, ob es dann mehr nach oben geht oder nach unten, weil man natürlich auch sieht, dass 3 Punkte Abstand auf beide Relegationsplätzen bei ihnen auch oder vor ihnen liegen. Und deswegen in Karlsruhe erwartet uns sicherlich nicht der beste Fußballplatz oder das beste Fußballstadion vom Geläuf her. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass es sehr kampfbetont wird, dass vielleicht der Ball auch ein bisschen häufiger in der Luft sein wird. Aber darauf stellen wir uns ein und bleiben dann wieder bei uns in unserem Einflussbereich. Danke, Daniel. Dann kommen wir zu euren bzw. Ihren Fragen. Finn Freitag von Radio Energy macht den Anfang. Ja, moin, moin, Herr Thun. Hallo alle zusammen. Ich blicke jetzt schon mal auf die ganz mini kurze Winterpause. Und zwar habe ich wieder eine Fanfrage dabei. Und der Kollege würde gerne wissen, ob die Spieler bei so einer ganz kurzen Winterpause trotzdem einen Heimtrainingsplan kriegen oder ob sie sagen, die 3 Tage könnt ihr mal Beine hochlegen und es steht nichts an. Ja, nachdem wir in Karlsruhe dann Montagabend gespielt haben, werden wir am Dienstag noch trainieren. Also das haben wir uns schon vorgenommen, dass wir da auch nichts auslaufen lassen. Also nur dann die Jungs, die vielleicht gespielt haben. Ansonsten werden wir nochmal einen Reiz setzen. Dann gehen wir auseinander. Wir haben nur wenige Tage aufgrund der Corona-Testung auch, die wir noch Dienstag haben, die wir Sonntag schon wieder haben. Und dann ist es sicherlich eher so, dass die Jungs vielleicht mal durchschnaufen dürfen und auch können und auch sollten. Aber wir sicherlich so ein bisschen drauf schauen, ob sie ihr Gewicht auch wenigstens halten, wenn sie sich nicht ganz so viel bewegen. Also das ist sicherlich dann eher vordergründig. Aber ich glaube nicht bei 3 Tagen frei dann netto, dass da grundsätzlich noch so der Bewegungsdrang gegeben sein muss. Florian Rebin von der Mopo. Guten Morgen. Eine Frage anknüpfend an Ambrosius und den Ausfall. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie ihn ersetzen werden? Es gibt ja mit Moritz Heyer, Jamra oder Gideon Jung doch einige Alternativen im Kader. Und vielleicht noch eine Zusatzfrage. Steht damit auch fest, dass Sonny Kittel dann wieder ins Aufgebot rücken wird und den freien Platz bekommt? Ja, es gibt ein paar Überlegungen, natürlich Stefan zu ersetzen. Jonas David ist auch eine weitere Option. Also wir haben noch 4 Innenverteidiger im Kader, die das spielen können, zumindest die optional Innenverteidiger spielen können. Setzen wir uns sicherlich dann heute nochmal mit auseinander. Wir haben noch eine Trainingseinheit, wir haben den ganzen Tag morgen noch, also final jetzt noch keine Entscheidung. Aber da bietet sich so ein bisschen was an. Und Personal Yosoni ist eine Option, dass er zurückkehrt und das entscheiden wir dann gleich auch nach dem Abschlusstraining, welche 20 Spieler uns nach Karlsruhe begleiten. Aber unabhängig von dem Ausfall Ambrosius ist Sonny Kittel immer eine Option für den Kader. Marco Scholz für die Rautenperle.
Hallo Herr Thun, Sie sagten eben selbst, der Platz in Karlsruhe, es wird schwierig, es wird ein Kampfspiel werden. Konnten Sie denn unterhalb der Woche jetzt bei Ihren Spielern so diese Vorfreude auf den Urlaub ein bisschen rausschütteln und nochmal den Fokus auf dieses Spiel komplett richten? Oder haben Sie da jetzt in den nächsten Stunden noch ein bisschen Arbeit? Ich glaube, das musste ich gar nicht. Also wir sind ja auch uns alle einig, dass wir auch ein bisschen was zu kritisieren hatten am vergangenen Wochenende, zumindest was unser Spiel betraf, vielleicht dann auch im Verhalten gegen den Ball, dass wir zu spät Druck ausgeübt haben, aber auch in dem Augenblick, als wir das Spielgerät hatten. Also demnach haben wir uns erstmal da nochmal ein, zwei Tage mit befasst und dann war einfach der Fokus auch auf Karlsruhe gerichtet und das ist etwas, wir arbeiten ja auch fleißig, das haben wir am vergangenen Wochenende getan oder unter der Woche haben wir es jetzt auch getan, dass wir schon wissen, dass wir vordergründig sehr, sehr viel tun müssen und glauben Sie mir, dass wir morgen Abend auch in Karlsruhe diese Arbeit erwarten von unserer Mannschaft, aber auch vom Gegner, sind da dann auch nicht da so schlecht aufgestellt. Und da glaube ich, muss ich niemanden darauf hinweisen, dass wir vordergründig jetzt erstmal noch Fußball spielen wollen. Also dieses Weihnachten und dass da noch ein bisschen was kommt, ist noch weit weg von uns und beschäftigen wir uns auch nicht mit. Wolfgang Stephan vom Stader Tageblatt. Ja, Herr Thun, hallo, guten Morgen. Herr Thun, wenn Sie mal dieses Jahr, dieses aus sportlicher Sicht für Sie selbst ein bisschen bilanzieren würden, wie fällt Ihre Bilanz aus? Vielleicht tatsächlich auch mit Blick nochmal auf das erste Halbjahr und dann jetzt eben auf das zweite. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viele Worte drüber verlieren. Also wenn Sie das ganze Jahr ansprechen, dann reden wir vielleicht erstmal davon, dass ich seit 5.7. Trainer des Hamburger SV bin und alles andere davor interessiert ja dann herzlich wenig. Ich glaube, ich habe eine Mannschaft übernommen, die bereit ist, die unseren Weg gemeinsam mit uns gehen möchte. Dass es eine Mannschaft ist, die vordergründig sicherlich auch vieles als Herausforderung ansieht, aber das auch als Chance zu wachsen und auch vieles besser zu machen. Dass wir ein bisschen stolpern, dass alles ein bisschen holpriger sein kann, das habe ich erwartet. Das ist vielleicht auch vom Anspruchsdenken vielleicht immer noch eine ganz andere Situation hier in Hamburg ist. Das war vielleicht auch zu erwarten, aber das habe ich eingangs gesagt, ein bisschen mehr Demut würde ich mir einfach auch wünschen. Und gerade das, bei aller Kritik, die immer aufkommt, müssen meine Jungs halt auch mal hören, was sie gut machen. Und wenn man das letzte Wochenende sieht, um vielleicht dann auch jetzt in der Gegenwart zu sein, dann darf man sicherlich auch mal gucken, was der Gegner auf den Platz bringt. Und wenn ein Alexander Esswein im Sturm steht, von einem Bundesligisten kommt und bei uns ein Simon Terodde, dann ist man vielleicht auf Augenhöhe unterwegs. Wenn ein Diego Contento hinten links spielt, dann hat er sicherlich mehr Spiele für Bayern München gemacht, als ein Tim Leibold von Bayern München gesehen hat. Also ich glaube, von diesem Anspruchsdenken dürfen wir uns einfach noch mal ein bisschen lösen. Und das habe ich gemerkt, dass es sicherlich sinnvoll ist, ein wenig demütig zu sein. Nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr große Ansprüche. Wir sind sehr ambitioniert. Und ich glaube, dass wir aktuell in der Tabelle nicht das schlechteste Bild abgeben, aber auch allen bewusst ist, dass wir gerne noch ein bisschen klettern würden. Und damit fangen wir morgen an. Und das ist der Ausblick auf die nächsten Monate. Verteidigen kann jeder, wenn er diese Bereitschaft, diesen Willen hat. Da muss man nicht Fußball spielen für können. Und fußballerisch ist Potenzial da. Da können wir uns als Mannschaft noch entwickeln. Und da sind alle bereit, wir auch ganz fleißig dran zu arbeiten. Und da fangen wir dann morgen in Karlsruhe wieder mit an und hören damit nicht auf, bevor die Saison zu Ende ist. Babak Milani von der Bild-Zeitung. Frohen vierten Advent. Daniel, anschließend an die Frage von Wolfgang würde ich dich gerne fragen, welche Note würdest du im Falle eines Sieges für die ersten 13 Spiele in dieser Serie vergeben? B, was ist mit Manuel Winsheimer? Ist er jetzt völlig fit, weil der hat ja ein paar Probleme gehabt mit dem Oberschenkel am Ende der Woche? Und kannst du zwei, drei Worte über die Qualitäten von Philipp Hofmann, dessen Namen du ja nicht genannt hast, aber sicher gemeint hast, verschwenden? Ja, fangen wir hinten an mit Philipp Hofmann. Ich glaube, absoluter Boxstürmer, gerade auch in vielen Umschaltmomenten, wenn diese langen Bälle auch kommen, ist er jemand, der so als Ankerspieler agiert, der die Linien dahinter mitnehmen kann, der Bälle ablegt, der Bälle sichert, der ein feines linkes Füßchen hat und mit seinem 1,95 Meter natürlich auch gewisse Kopfballstärke nicht nur besitzt, sondern auch aufgrund der Größe sicherlich eine Gefahr in der Luft sein kann. Deswegen, ich kenne ihn auch schon ein paar Jahre. Ich bin auch da ganz offen, als er in Braunschweig unterwegs war, haben wir uns in Osnabrück auch mit ihm beschäftigt, was völlig normal ist, weil er schon ein ganz interessantes Profil abbildet.
Manuel Winsheimer wird heute auch wieder trainieren. Wir haben gleich noch unsere medizinische Runde, wo ich nochmal ein Update bekomme, was aktuell noch mit angeschlagenen Spielern ist, wo noch ein Risiko besteht. Aktuell besteht keins bei Manuel, er hat gestern trainiert und wird uns auch aller Voraussicht nach dann heute nach Karlsruhe begleiten. Und ja, was die Benotung betrifft, ich glaube, es ist noch sehr viel Luft nach oben. Es ist vielleicht eher im Moment befriedigend, weil wir in unseren Abläufen drin sind. Situativ war es sicherlich auch schon gut. Es war auch in Momenten sehr gut und teilweise vielleicht dann auch manchmal noch gerade so ausreichend und vielleicht dann den einen Moment dann im Moment auch mal mangelhaft. Also es ist so ein Querschnitt aus allem. Nochmal, ich bin mit unserem Weg einverstanden und vielleicht können wir das Ganze dann irgendwo mit gut und sehr gut am Ende beenden. Lars Pegelow für NDR 90,3. Guten Morgen. Ich würde gerne anknüpfen nochmal an der ersten Frage des Kollegen, was diese Weihnachtspause angeht. Das sind ja wirklich nur ein paar Tage. Und das ist ja eigentlich ganz ungewohnt im Profifußballrhythmus. Logischerweise könnt ihr das nicht verändern. Aber meine Frage ist, spürst du, dass die Mannschaft irgendwann mal eine Pause benötigen würde? Abgesehen von der Spielbelastung ist es ja möglicherweise in diesen Zeiten auch eine emotionale Belastung, die auf allen irgendwo lastet. Oder baust du das irgendwie ins Training ein, dass da auch Pausen drin sind? Ihr seid ja im Moment relativ, in Anführungsstrichen, verschont von Verletzungen beispielsweise. Ja, ich glaube nicht, dass wir eine Pause brauchen, weil das zeigt, um damit anzufangen, auch unser Verletzungsstand und auch, dass alle eine gewisse Resistenz einfach haben, robust sind, dass alle sehr präventiv, sehr gut arbeiten. Aber auch das Lob, habe ich ja auch schon mal gesagt, gebührt sicherlich auch unseren medizinischen Abteilungen, unseren Ärzten, unseren Reha-Trainern. Ich glaube, gerade auch unsere Physiotherapeuten, die rund um die Uhr halt wirklich für die Jungs da sind. Das hilft uns schon mal. Wir haben einen sehr großen Kader und ich glaube nicht, dass wir diese Pause auch unbedingt benötigen. Und deswegen, es sind ja auch nur ein paar Tage jetzt von Winterpause, Weihnachtspause zu sprechen, das ist mir auch zu viel. Also wir sehen uns in einer Woche schon wieder. Also dementsprechend dürfen die Jungs einmal durchatmen. Ich glaube, das tut allen gut, weil gerade ja auch in der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir haben, sind wir auch seit vielen Monaten in so einer kleinen Blase einfach auch gefangen. Und vielleicht ist es dann der Augenblick, wo wir dann auch mal den einen oder anderen aus unserer Familie wieder sehen dürfen. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Aber ich freue mich auch, wenn ich am Sonntag wieder hier bin in Hamburg und dann am Montag auf dem Trainingsplatz stehe und weitermachen darf. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Guten Morgen, Herr Thun. Ich hätte eine Frage zu einem Ihrer Spieler, der wahrscheinlich in Karlsruhe gar nicht die große Rolle übernehmen wird, aber Xavier Amici, den kennen Sie jetzt ein paar Monate. Was würden Sie ihm fürs kommende Jahr wünschen und was wünschen Sie sich von ihm fürs kommende Jahr? Ich habe jetzt ein paar Zeitungsberichte, dass, wo drin stand, dass er möglicherweise, ob eine Laie eine gute Idee für ihn wäre oder nicht. Vielleicht könnten Sie da ein paar Sätze zu sagen. Als allererstes wünsche ich mir, dass Xavi Platzzeit bekommt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für ihn. Er ist ein junger Spieler und er muss sich entwickeln. Und das ist ja nicht gegeben. Aktuell bei uns sehr schwierig, auch aufgrund, dass unsere U21 nicht mehr spielen kann. Und ja, wir werden uns damit auseinandersetzen. Aber auch da sehen Sie es mir nach. Morgen Abend ist Karlsruhe. Wir sind 24 Stunden davor. Und danach gerne können wir dann über mögliche Kandidaten reden, denen vielleicht eine Laie gut tut. Aber jetzt ist wirklich, wir sind in Karlsruhe. Florian Rebin nochmal für die Mopo. Ja, ich habe noch einmal eine Frage zum letzten Spiel vor Weihnachten. Jetzt war es beim HSV in den letzten Jahren so, dass dieses letzte Spiel nie gewonnen werden kann. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn man das letzte Spiel vor der Winterpause mal gewonnen hat. Das war jetzt alles nicht Ihre Zeit, aber ich habe auch mal geguckt, auch Sie letzte Saison mit Osnabrück hatten Sie eigentlich einen ganz guten Lauf durch den Dezember mit Siegen gegen Stuttgart, HSV und Kiel, glaube ich. Und das letzte Spiel vor Weihnachten ging dann verloren. Wie wichtig ist dieser Termin auch, ja, dass der Kopf da nochmal klar ist und inwiefern müssen Sie da mit den Spielern vielleicht auch nochmal sprechen, dass alle da nochmal wach sind bis wirklich zur letzten Sekunde? Ich glaube, meine Mannschaft ist wach, weil wir es uns gar nicht erlauben können, irgendwo einzuschlafen und irgendwas auslaufen zu lassen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, also vor 2 Jahren habe ich in Osnabrück auch das letzte Spiel vor der Winterpause gewonnen, vor der Weihnachtspause. Also ich glaube nochmal, morgen geht es um sehr, sehr viel für beide Mannschaften, weil wir haben diesen Druck, dass wir Fußballspiele gewinnen wollen. Und dann ist es eine sehr, sehr kurze Pause. Aber
nochmal, wir trainieren ja am Dienstag, also ab Dienstag oder ab morgen Abend 23 Uhr darf sich jeder Gedanken darüber machen, wie die nächsten 4 Tage ausfallen und dann grätsche ich nochmal rein, aber bisher ist kein Spieler zu mir gekommen und hat gefragt, wann er Dienstag nach Hause fahren kann. Also ich glaube, dass wir alle im Hier und Jetzt sind und beim Karlsruher SC, also da muss ich nicht rein und im besten Fall holen wir morgen diese 3 Punkte und dann wird es das Thema auch perspektivisch und zukünftig vielleicht nicht mehr geben. Dann sehe ich keine weiteren Fragen, bedanke mich für das Interesse und dann sehen oder hören wir uns morgen in Karlsruhe. Vielen Dank. Vielen Dank.